ich freue mich sehr auf eine hochkarätige Runde, die ich hier gleich auf dem Podium begrüßen darf, um über das Thema Österreich in der Klimakrise diskutieren zu können. Und zwar ist das zum einen herzlich willkommen an Sabine Herlitschka. Sie ist Vorstandsvorsitzende bei Infineon Technologies Austria AG und Vizepräsidentin der Österreichischen Industriellen Vereinigung. Herzlich willkommen. Außerdem heute hier bei uns Matthias Strolz, er ist österreichischer Unternehmer, Buchautor und ehemaliger Politiker. Und in seinem aktuellen Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist, geht es auch um Bäume, über die wir heute schon viel gehört haben. Herzlich willkommen, Matthias Strolz. Und ich habe es am Anfang schon angesprochen, einige Gästinnen dieses Symposiums können leider nur virtuell hier dabei sein. Online zugeschalten ist jetzt Katharina Rogenhofer, sie ist Mitbegründerin von Fridays for Future, sie ist Sprecherin des Klimavolksbegehrens Österreich und Autorin des wahnsinnig wichtigen Buches Ändert sich nichts, ändert sich alles. Herzlich willkommen, Katharina. Und vielleicht auch vorneweg nochmal, nur damit Sie sich nicht wundern, Matthias Strolz und ich, wir kennen uns, wenn wir jetzt plötzlich per Sie wären, wäre es irgendwie schwierig für die Diskussion. Katharina und ich haben uns auch schon mal getroffen, das heißt, ich hoffe, es ist okay, wenn wir per Du sind, wir haben uns noch nie getroffen. Gerne per Sie. Also wir werden einfach einen Mix aus Du und Sie machen, oder? Von Frau Barth haben wir es schon gehört, in Österreich ist die Klimakrise oder Klimakatastrophe, wie viele sie auch schon nennen, schon spürbar. Der Temperaturanstieg, man denke nur an letzten Sommer mit starken Hitzeperioden, starken Niederschlägen, dann auch Überschwemmungen. Also das Klima hat sich hier bei uns schon verändert. Seit Beginn der Industrialisierung ist die Temperatur bei uns in Österreich um 2 Grad gestiegen. Das Pariser Klimaabkommen sagt ja, dass es um einen maximalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad im globalen Mittel gehen soll. Das heißt, wir sind im Grunde mittendrin. Ich würde gerne mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Und zwar diese Frage, wie sieht es denn mit der Klimakrise in Österreich aus? Und ich würde gerne mit Katharina Rogenhofer beginnen, weil sie eben nicht hier bei uns ist und damit sie gleich mal losstarten kann und sich hier gut akklimatisieren kann. Hallo Katharina. Hallo, danke, dass ich auch virtuell da sein darf. Es ist eben ja durch Corona nicht immer so einfach. Ich sitze noch in Quarantäne, deswegen heute so die Bestandsaufnahme. Ja, Österreich ist betroffen. Wir spüren das ja jetzt schon eigentlich in den letzten Monaten, muss man fast sagen, mit den wenigen Niederschlägen, die es gerade gibt. Die Landwirtschaft spürt das. Etc. Es hat zwar jetzt schön die Sonne geschienen, aber der Regen, der geht uns jetzt ab. Und Österreich hat nicht so einen guten Track Record, was die Klimapolitik betrifft. Wir haben es nämlich seit 1990 nicht geschafft, unsere Treibhausgasemissionen zu senken. Das heißt, während die EU sonst im Durchschnitt ihre Treibhausgase um 20% reduziert hat, haben es wir nicht geschafft, es um 1 oder 2 oder 3 oder 4% zu senken. Und das, was ich als extrem wichtig finde, ist, dass wir jetzt verbindliche Maßnahmen brauchen, um die Klimaziele, die wir ja uns gesetzt haben, also 2040 Klimaneutralität, das steht jetzt so im Raum, die Regierung hat sich das als Ziel gesetzt, aber die Frage ist ja tatsächlich, wie kommen wir dorthin? Und viele Gesetze, die es da bräuchte, fehlen. Wir haben seit 2020 kein gültiges Klimaschutzgesetz, das festlegen würde, wie wir diese Treibhausgasneutralität bis 2040 erreichen. Das letzte ist 2020 ausgelaufen. Wir haben seit über 450 Tagen kein Klimaschutzgesetz. Wir haben kein erneuerbaren Wärmegesetz. Wir haben noch immer in Österreich 900.000 Gasheizungen und 600.000 Ölheizungen. Aus denen müssen wir irgendwann raus, wenn wir das ernst meinen mit dem Klimaschutz. Und jetzt sehen wir ja auch gerade mit der Gasabhängigkeit von Russland, dass das auch keine so gute Idee ist, uns von fossilen Brennstoffen abhängig zu machen. Und trotzdem dürfen wir in Österreich heute noch Gasheizungen in Neubauten einbauen. Da geht es nicht einmal darum, dass wir von dem einen System ins andere umsteigen und dass sich das manche Menschen nicht leisten können. Wir haben noch immer, de facto, machen wir uns noch immer abhängig von fossilen Brennstoffen, indem wir noch immer solche Heizsysteme einbauen.
Und diese Sachen will ich jetzt nur mal hinstellen, um zu zeigen, das, was wir eigentlich gerade betreiben, würde ich tatsächlich als politisches Greenwashing sehen. Wir stellen uns hin und titulieren irgendwelche Ziele in der fernen Vergangenheit von 2040 Klimaneutralität, aber auf den Boden bringen wir viel zu wenig. In Salzburg, in Tirol, in Vorarlberg steht noch immer kein einziges Windrad. So viel zur Energiewende. Das heißt, wenn wir es ernst meinen, müssen wir jetzt anfangen, das tatsächlich vom Reden ins Tun zu bringen. Und nur weil jetzt gerade viele Menschen im Saal sind, will ich auch noch sagen, am 25.03., also morgen, ist der nächste weltweite Klimastreik. Wer für diese Sachen aufstehen will, kann auch morgen auf die Straße gehen. Vielen Dank. Das heißt, ich höre raus, ein großes Plädoyer, es geht alles derzeit viel zu langsam, die Politik müsste viel rascher handeln und ins Tun kommen. Matthias, vielleicht auch von deiner Seite eine Bestandsaufnahme. Wir haben ja hier recht unterschiedliche Positionen und auch unterschiedliche Bereiche abgebildet. Wie würdest du die Bestandsaufnahme in Sachen Klimakrise in Österreich beurteilen? Ja, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir so weitermachen natürlich, die wir uns selbst gegeben haben im Rahmen des Pariser Abkommens. Dass natürlich jetzt zuletzt auch die sogenannte sozial-ökologische oder ökosoziale Steuerreform wackelt, das halte ich für falsch. Also ich finde nicht, dass wir die CO2-Steuer zurücknehmen dürfen, die geplante. Diese Diskussion wird uns die nächsten Monate beschäftigen. Da gibt es ja Wünsche auch der Wirtschaft, der Industrie. Halte ich für falsch, wiewohl ich natürlich mich auch als ein Mann der Wirtschaft begreife. Ich bin 20 Jahre Unternehmer, fast in Summe. Also ich habe viel Sympathie für die Wirtschaft. Aber ich war der Erste, der ein durchgerechnetes CO2-Besteuerungsmodell präsentiert hat, 2017 in Österreich, von einem externen Wirtschaftsforschungsinstitut. Es hat uns immer fasziniert, wie die Schweden das gemacht haben, weil die Schweden haben da schon lange eine CO2-Steuer, haben das sehr smart eingeführt, Schritt für Schritt, sodass die Wirtschaft auch umstellen konnte. Bin auch extra zum Beispiel ins Gespräch gegangen mit dem damaligen Fürstchef. Wir haben es auch extra damals aber ich will nicht als Politiker sprechen heute, aber mit dem Wirtschaftssprecher präsentiert damals, weil mir das ein Anliegen war, dieses Oder rauszunehmen zwischen Umwelt oder Wirtschaft. Sondern ein Und ist möglich. Schweden hat mit der Einführung der CO2-Steuer es geschafft, über einen Zeitraum von über 10 Jahren ganz offensichtlich den CO2-Ausstoß vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln, hatten im Vergleichszeitraum ein höheres Wirtschaftswachstum als Österreich und hatten eine sinkende Kurve, während Österreich eine steigende CO2-Kurve hatte. Das ist die, sage ich mal, die materiell-politische Ebene. Und eine zweite Einlassung, die mir aktuell näher ist, weil ich nicht Politiker bin, sondern bin ein Bürger, bin Vater, bin Autor auch. Und manche werden es mitgekriegt, haben ein Buch mit einem Baum geschrieben. Mag skurril klingen für manche. Ich bin halt im Zwiegespräch gewesen mit einem Baum, bin an seinem Stamm gesessen oder an ihrem, war eine Föhre. Und da ist mir klar geworden, dass wir und Sie haben es in der Ausführung schon auf den Punkt gebracht, wir haben im globalen Maßstab und wesentlich geschuldet der westlichen Zivilisation, wir haben ein weltanschauliches, ideengeschichtliches, philosophisch-spirituelles Thema hier. Wir haben ein Haltungsproblem. Wir haben eine falsche Haltung entwickelt über die Jahrhunderte. Das ist ein Kollateralschaden der Aufklärung, der ein großer Fan ich bin. Ich bin ein liberaler Parteigründer. Wenn der ein gröberes Problem mit Aufklärung hätte, dann wäre er falsch. Aber wir haben uns, und da bin ich natürlich in der Tradition eines Max, eines Theodor Adorno oder Max Horkheimer, die schon 1944 in ihrer Dialektik der Aufklärung gesagt haben, die Aufklärung ist totalitär. Die Aufklärung hat uns Macht gegeben über sehr viel, um den Preis, dass wir uns von dem entfremden, über das wir Macht erlangen. Und wir haben uns über die letzten Jahrhunderte zu einer Spezies entwickelt, die sich nicht mehr als Teil der Natur begreift. Ich halte das für grundfalsch. Ich halte das für grundfalsch. Da gab es einige Verirrungen, auch Fehlinterpretationen, auch selbst biblische Zitate wurden in den Dienst gestellt. Macht euch die Welt untertan. Francis Bacon haben wir schon gehört. Ja, wenn wir so natürlich auf Natur schauen, dann können wir sie schamlos
abknechten, ausnutzen und der jetzigen Generation zur Verfügung stellen, ohne nach vorne zu denken. Das heißt, ich plädiere für eine Behebung des Haltungsschadens. Das Kapitel heißt bei mir vom Homo sapiens zum Homo universus. Wir müssen in eine neue Qualität der Verbundenheit reifen. Und dann ist der respektvolle Umgang mit der Umwelt ein No-Brainer. Also dann ist das einfach eine Folge. Dann kann ich gar nicht anders, als hier auch mit Ressourcen anders zu haushalten. Das wird eine weite Reise sein, vielleicht können wir es noch vertiefen. Aber es gibt viele Anhaltspunkte, wo ich sehe, dass hier was im Umbruch ist. Unter anderem eben Fridays for Future. Wer hätte gedacht, da draußen liegt ein Buch von der Greta Thunberg mit Dalai Lama. Wer hätte gedacht, dass eine 17-Jährige jemals auf Augenhöhe mit dem amerikanischen Präsident die Wendungen und Verwerfungen der Welt diskutieren wird. Also es passieren Dinge, die sind unglaublich. Abschlussgedanke. 2017 haben wir uns gelacht, haben gesagt, CO2-Steuer, ihr seid ja naiv, geht gar nicht. Das Wort geht gar nicht, geht nicht mehr nach der Corona-Krise. Wenn wir über Nacht Milliarden von Menschen einsperren können. Die Chinesen nageln halt unten das Hochhaus zu, 70 Stöcke. Wir machen es ein bisschen eleganter oder ein bisschen nicht ganz so strikt. Aber wenn wir über Nacht Milliarden von Menschen einsperren können, ich will das jetzt gar nicht bewerten, richtig, falsch. Faktum ist, wir haben es getan. Und wahrscheinlich wäre es notwendig. Ja? Aber dann gilt die Ausrede, es geht nicht mehr für eine CO2-Steuer oder für solche Kleinigkeiten dieser Art, die uns helfen würden im globalen Maßstab. Mhm. Vielen Dank für diese erste Einführung ins Thema aus deiner Sicht. Wie wir zu einer Haltungsänderung kommen können, darüber werden wir heute im Laufe des Abends noch gerne sprechen. Wir haben heute schon gehört von Katharina Rogenhofer, es wird politisches Greenwashing betrieben. Der Wirtschaft wird ja oft vorgeworfen, eben wirtschaftlich ein Greenwashing zu betreiben, Dinge zu versprechen, die nicht gehalten werden oder überhaupt etwas vorzumachen, was nicht ist. Sie vertreten heute hier auch, wenn man so möchte, die Wirtschaft als Vizepräsidentin der österreichischen Industriellen Vereinigung auch. Mit Infineon sind Sie einer der führenden Hersteller von Halbleitern. Ich habe Sie jetzt versucht, ein bisschen einzuführen. Vielleicht auch von Ihrer Seite einmal eine kurze Bestandsaufnahme aus Ihrer Sicht, wo wir in Österreich in Bezug auf die Klimakrise stehen. Naja, also ich glaube, das Erste ist, Ich fange so an. Ich bin grundsätzlich optimistisch. So, mein Blick auf die Welt ist ein optimistischer. Und ich meine, dass mit all den Verwerfungen, die schon angesprochen worden sind und jüngst der Krieg in der Ukraine, ich finde es beachtlich, dass Ziele wie 2040 klimaneutral in Österreich, 10 Jahre früher als die EU, 2030 grüner Strom, also dass vieles von dem gar nicht hinterfragt wird, sondern es ist gesetzt. Wir diskutieren das nicht. Ich finde es auch gut, dass sich einzelne Gruppen, Fridays for Future, ich hatte auch schon Gelegenheit, eine Gruppe von Fridays for Future bei mir begrüßen zu dürfen im Unternehmen. Ich finde es gut, dass sich Gruppen für Themen einsetzen. Eine Gesellschaft lebt davon, dass sich einzelne Gruppen einsetzen für das, was wichtig ist. Und ich lehne es ab, dass man so tut, als wäre Wirtschaft oder Industrie etwas Gesondertes. Wirtschaft und Industrie ist Teil der Gesellschaft. Und es ist etwas banal, wenn ich sage, aber ich sage es trotzdem, Arbeitsplätze werden geschaffen, Wertschöpfung wird geschaffen, Geld, das daraus entsteht, wird investiert in unser Gemeinwesen. Also wir reden da schon von einem Kreislauf und deswegen ist es auch so wichtig, systemisch zu denken. Naja, und das ist halt bei einem Thema wie Klima echt schwierig, weil natürlich wäre es super, wenn wir eine Maßnahme hätten und dann wüssten, so, die ist es jetzt. Und dann kann man noch diskutieren, ist die eine oder ist die andere. Das Problem ist, die großen Herausforderungen, die wir heute alle haben,
die sind alle charakterisiert durch zwei Punkte. Das eine ist, sie sind echt komplex und sie sind wirklich systemisch. Es hängt alles echt viel miteinander zusammen. So. Darf ich gleich einhaken? Bitte. Sie haben gesagt, eben es ist Gesetz, dass wir Klimaziele einhalten, 2030, 2040. Jetzt ist es ja bei Infineon auch so, dass sie bis 2030 klimaneutral werden wollen. Natürlich gibt es dieses Gesetz, die Frage ist nur, wird es eingehalten und was passiert, wenn es nicht eingehalten wird? Machen wir es vielleicht ganz konkret bei Infineon, wie wollen Sie das denn schaffen? Also bei uns gibt es zwei Komponenten und der eine, der ist symbolisch wichtig, den haben Sie schon angesprochen, wir wollen bis 2030 klimaneutral sein, CO2-neutral, auf Konzernebene. Infineon ist ein Konzern mit 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. In Österreich haben wir rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also 2030 klimaneutral weltweit. Wir nehmen das ernst, bis 2025 70% CO2-Reduktion. Ja, wir machen das ohne Gesetz. Wir sind auf Konzernebene seit 12 Jahren gelistet im Dow Jones Sustainability Index. Da gab es kein Gesetz. Wir gehören auch nicht zu den Unternehmen, die jetzt Greenwashing, ja, das Thema Grün auf die Fahnen sich heftet, weil es halt jetzt schick geworden ist. Wir haben im Jahr 2008, 2009, damals wie die große Krise gewesen ist, eigentlich viele profitable Teile dann abgespalten und haben uns auf Themen gesetzt wie Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Sicherheit und alles, was mit Daten zu tun hat. Also auch zu einem Zeitpunkt, wo man an der Börse eher noch dafür geprügelt worden ist. Also das ist der eine Teil. Der andere Teil, und der führt zu dem, was mir einfach sehr wichtig ist, nämlich pragmatisch zu schauen, wie man zu Lösungen kommt. Das ist ja auch im Vorspann schon angesprochen worden. Wir haben letztes Jahr bei Infineon in Österreich, ich habe schon gesagt, 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben Produktion, wir haben Forschung und Entwicklung und wir haben internationales Geschäft. Wir haben letztes Jahr in Österreich etwas mehr als 8 Milliarden Chips produziert. Also diese Dinge, Sie haben es angesprochen, die jetzt in den Medien sind, die kleinen Wunderdinger, muss man sagen. Etwas mehr als 8 Milliarden Chips. Unsere Spezialität sind Energieeffizienzanwendungen. Mit 8 Milliarden Chips, nur in Österreich produziert in einem Jahr, kann man dazu beitragen, dass 7 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. 7 Millionen Tonnen CO2 ist ein bisschen mehr als 50% der PKW-Emissionen in Österreich im Jahr. Also viel. Und ich zeige es Ihnen jetzt. Ja, das heißt vielleicht genau, ich weiß ja nicht, ob jede oder jeder weiß, was Halbleiter sind, genau. Wo Mikrochips zu finden sind, im Endeffekt in fast allen Gegenständen, ja. Mit denen wir unseren Alltag bestreiten. Genau, deswegen habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Und das ist nicht diese Karte, sondern das ist dieses kleine Ding hier oben, das Sie jetzt überhaupt nicht sehen können. Das ist auch die Kunst bei der Sache, dass das kleine Stückchen Silizium sind, wo Strukturen aufgebaut sind. Das Silizium ist auch ganz dünn und der Strom, der da durchfließt, der hat deswegen wenig Widerstand und die Kunst dabei ist, diese Elemente so zu bauen, dass sie Strom so intelligent schalten, dass Energie möglichst effizient fließen kann. So, und das ist das, was wir hier machen und darauf will ich auch schon raus. Wir haben große Ziele, gesellschaftlich, als Welt, als Planet. Wir haben in Österreich ambitionierte Ziele. Ich bin auch nicht damit zufrieden, was schon erreicht worden ist in der Breite, aber es ist viel im Einzelnen erreicht worden. Und ich meine, wenn wir das, was wir uns gegenseitig auch hier zu Recht gesagt haben, ich fasse es so zusammen, wenn es wichtig und dringend ist, dass wir uns um das Thema Klima kümmern, dann müssen wir uns selber ernst nehmen und dann geht es darum, weniger ideologisch zu diskutieren, sondern zu schauen, was haben wir alles an Technologien. In der Industrie würde man sagen, von hinten gerechnet mache ich einen Masterplan und schaue, wie ich ihn umsetze.
Und das, denke ich, sollten wir auch wirklich tun. Ich bin fest davon überzeugt, ich habe Ihnen Beispiele gebracht von uns, aber es gibt auch andere Beispiele. Wir haben viel an Technologien. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Wir haben immer große Aufgaben gehabt. Vor Jahrzehnten war es das Ozonloch. Das war jetzt nicht so massiv. Aber heute ist das Ozonloch kleiner geworden. Das weiß auch kaum jemand. Und die Dimension ist natürlich jetzt eine andere. Aber schaffen können wir es. Aber wir müssen uns organisieren. Und ganz ehrlich, und letzter Gedanke jetzt zu dem in der ersten Runde. Ich bin schon ein bisschen, es ermüdet mich schon ein bisschen, wenn man einfach immer nur darüber diskutiert und dann nicht schaut, so was tun wir jetzt wirklich konkret. Und ich kann Ihnen viele Beispiele geben, wo wir tun, wo viele andere tun, tun wir gemeinsam. Vielen Dank. Da war jetzt auch schon sehr, sehr viel dabei. Ich möchte hier gerne gleich was aufgreifen, und zwar, Sie haben schon aufgezeigt, eben Lösungen gibt es ja schon sehr viele, wie wir, wenn man so möchte, um es ein bisschen kitschig zu formulieren, die Welt retten können oder uns vor einer Klimakatastrophe bewahren können. Es wird nur oft noch nicht wirklich angewendet. Dazu eine kleine Filmempfehlung vielleicht. Auf Netflix gibt es den Film 2040, Wir retten die Welt. Katharina, du nickst, wahrscheinlich kennst du ihn. Und da macht der Regisseur genau das. Er schaut sich an, welche Lösungen gibt es denn schon, um eine zukunftsfähige Zukunft für seine Tochter, in dem Fall die 4 Jahre ist, im Jahr 2040 anbieten zu können. Und da werden wirklich ganz tolle Innovationen präsentiert, die dazu beitragen, dass wir CO2 einsparen, dass wir nachhaltig leben und so weiter und so fort. Jetzt meine Frage an dich, Katharina. Wenn die Lösungen quasi schon am Tablett serviert werden, du hast ja für dein Buch auch sehr viel recherchiert, warum dauert es so lange? Woran liegt es denn, dass wir nicht ins Handeln kommen? Ja, da gibt es verschiedene Gründe tatsächlich. Also wenn wir es uns global anschauen, dann wurde es eingangs sogar schon erwähnt. Also es gab ja Studien von Exxon etc., also großen fossilen Konzernen, die schon wussten, was fossile Brennstoffe machen werden. Diese Studien wurden unter Verschluss gehalten. Lange Zeit wurde auch tatsächlich desinformiert, also so wie bei der Tabakindustrie lange Zeit Desinformationskampagnen geführt wurden darüber, ob jetzt Zigaretten tatsächlich gesundheitsschädlich sind oder vielleicht doch toll für uns. Das Ähnliche gab es für fossile Brennstoffe. Da gibt es ganze Thinktanks in den USA gerade, die Geld ausschütten in die Richtung, um Zweifel zu sehen, nämlich daran, ob die Klimakrise menschengemacht ist, was wir dagegen tun können, ob wir wirklich was tun können, etc. Das heißt, da gab es mal eine große Desinformationskampagne. In Europa gab es das weniger, deswegen haben wir weniger Klimawandelleugner, also Menschen, die wirklich nicht an die menschengemachte Klimakrise glauben. Aber Ähnliches ist trotzdem passiert. Wir sind in sehr alten Strukturen festgefahren. Unsere Wirtschaft, und jetzt sage ich das so global gesehen, ist einfach in Strukturen verhaftet. Das heißt, wir haben schon lange eben unsere Energie aus Öl, Kohle und Gas bezogen, haben Pipelines gebaut etc. Das fesselt einen auch ein bisschen an diesen Weg, den wir da gegangen sind. Und deswegen ist, glaube ich, so ein ganz starkes Bremsmoment da, weil wir so viele Bereiche unseres Lebens umstellen müssen. Ich habe vorher die 900.000 Gasheizungen und die 600.000 Ölheizungen erwähnt. Ähnliches gilt aber eben für Gaspipelines, für Ölpipelines, für Straßenbau etc. Wir haben uns mit unserer Art des Wirtschaftens, weil wir es nicht anders gekannt haben, in etwas verfahren, wo wir jetzt drinnen stecken. Also wenn wir heute eben zum Beispiel eine Gasheizung in ein Haus einbauen, dann bleibt die dort 20 Jahre drinnen, weil die ist ja 20 Jahre gut. Insofern ist es jetzt gerade schwierig und die alte Wirtschaft, und es tut mir leid, dass ich das so pauschalisierend sage, weil ich stimme zu, dass da ganz viele schon umdenken, aber viele Wirtschaftszweige sind noch in dem verhaftet und kommen da nicht weg und lobbyieren auch dafür, dass es so bleibt, wie es immer war. Und jetzt müssen wir wirklich schauen, dass diejenigen, die vorangehen, auch lautstark Änderungen einfordern, weil wir können es ändern, so wie du schon gesagt hast, es liegen die
Tisch. Erneuerbare Energien sind sogar jetzt schon billiger als fossile Energien neu zu bauen zum Beispiel. Das heißt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, diese Wende zu vollziehen, und sie wird sogar eine schönere Welt hinterlassen. Vielleicht mit diesem positiven Ausblick auch noch, weil wir so viele schöne quasi Kollateralschäden, aber auf eine positive Art und Weise haben, wenn wir tatsächlich Klimaschutz betreiben. Das bedeutet nämlich sauberere Städte, das bedeutet eine frischere Luft, das bedeutet größere Gesundheit, das bedeutet, wir kommen effizienter und besser von A nach B, sicherere Straßen, Kinder können vielleicht wieder auf der Straße spielen, in Städten sind auf einmal alle Fassaden begrünt, wir haben unsere Natur erhalten, die wir glaube ich alle schätzen, wo wir rausgehen können, unsere Dächer sind mit Photovoltaikanlagen voll. Wir produzieren unsere Energie vor Ort, und das macht uns ja auch geopolitisch eben unabhängig. Das ist ja etwas, was wir jetzt sehen. Wir wollen ja gar nicht unbedingt in diese geopolitische Abhängigkeit und mit unserem Geld sogar Kriege finanzieren. Das heißt, das hat so viele positive Nebeneffekte, diese Klimawende einzuleiten. Und ich glaube aber, dazu müssen viele aufstehen, weil eben dieses alte, verfahrene System sehr schwierig zu bewegen ist. Und da meine ich jetzt alle, da meine ich nicht wir gegen die Wirtschaft zum Beispiel, sondern alle, die in der Wirtschaft schon umdenken, die müssen jetzt aufstehen und sich für Rahmenbedingungen einsetzen. Alle, die in der Gesellschaft was bewegen, Organisationen etc., aber auch die Politikerinnen und Politiker, die etwas tun müssen, müssen das auch lautstark sagen, die müssen das verändern, die müssen Gesetze schreiben und das auf den Boden bringen. Vielen Dank dafür. Ich möchte gerne möglichst viele Themen hier streuen. Ich möchte gerne möglichst viele Themen hier streuen am Podium, weil es danach auch die Möglichkeit gibt, dass Sie Fragen stellen können. Und je mehr wir, glaube ich, hier aufwerfen, desto eher kommen dann vielleicht Fragen. Katharina Rogenhofer hat gerade etwas sehr Spannendes gesagt, und zwar, dass es ja auch Klimaleugner gibt, also Menschen, die behaupten, die Klimakrise ist nicht vom Menschen gemacht. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil nichtsdestotrotz sind die Auswirkungen, also dass sich das Klima verändert, das ist eine Tatsache. Und es ist ja im Grunde völlig egal, warum Dinosaurier ausgestorben sind und es eine Eiszeit gab. Das Klima hat sich immer schon verändert, ja. Ob es jetzt von Menschen gemacht ist, ist im Prinzip egal. Wir merken, dass es sich verändert, und das wird Auswirkungen auf unser aller Leben haben. Das heißt, da ist die Frage nicht viel eher die, wie wir mit der Klimakrise, mit dem Anstieg der Temperaturen umgehen, als überhaupt darüber zu diskutieren, gibt es eine Klimakrise und wie schlimm wird es denn werden und wie nicht. Fokussieren wir vielleicht auch auf die falschen Themen? Ich finde schon, dass wir einen engen Blick haben auf das Thema Klimakrise, also weil oft ja auch dann so dieses große Mitleid mit dem Planeten mitschwingt und so weiter. Ich glaube, wenn wir uns rauszoomen ins Universum und auf den blauen Planeten schauen, ja, dann stellen wir fest, offensichtlich ist er in der sechsten Krise bezüglich Artensterben. Also das gab es immer mal wieder. Ich glaube, es ist nicht unerheblich, ob es vom Menschen verschuldet ist. Das Klimawandel gab es immer, aber er war nie so schnell, außer natürlich durch einen exogenen Schock, wie es heißt, Kometeneinschlag oder Dinge, die wir heute nicht mehr vermessen können. Aber dass eine Spezies vor Ort ihn so hochkocht, wäre nicht überliefert. Das heißt, insofern sind die Menschen schon hochrelevant und auch die Ursache. Ich glaube an den Umstand, dass wir schöpferische Wesen sind, wir Menschen. Und ich glaube auch, dass wir natürlich mit den Herausforderungen und den Problemen wachsen. Jetzt gibt's den Umstand dieser Kipppunkte, dass wir möglicherweise Kipppunkte übersehen, wo wir dann nicht mehr gegensteuern können. Das ist etwas, was wir mit anderen Krisen so nicht hatten, weil wir dann immer noch gegensteuern konnten. Manche Wissenschaftler rechnen vor und immer mehr, dass hier Kipppunkte kommen, wo wir dann ausgeliefert sind und Passagier sind, nicht mehr Pilotinnen und Piloten des Geschehens. Ich glaube, wir müssen begreifen, dass es vor allem ein Problem ist für uns Menschen. Die Erde, also weltgeschichtlich betrachtet, könnte man ja auch sagen, mein Gott, dann hat sie halt diese Menschenphase gehabt und die haben's verbockt und dann hat sie halt diese Spezies abgeschüttelt, so wie andere auch gekommen und gegangen sind, und irgendwann werden wir sowieso gehen. Das wäre ein Blick, der halt uns nicht unbedingt Energie einschießen lässt. Nicht? Da möchte ich einen anderen Blick dagegen halten und sagen, okay, wir sind schöpferische Wesen,
das, was wir hier veranstalten als Spezies, ist ein autoaggressiver Akt der Gattung Homo sapiens, die dieser Planet noch nicht gesehen hat. Es ist eine Beschämung unserer Spezies von einem unglaublichen Ausmaß. Es gab keine Spezies, die so autoaggressiv gegen sich selbst vorgegangen ist. Das ist beschämend für eine Spezies, die sich landläufig oder bis vor kurzem jedenfalls noch für die Krone der Schöpfung gehalten hat. Ich geniere mich dafür. Es geht besser. Und das kann man jetzt religiös ausdeuten, spirituell oder intellektuell, kognitiv. Auf all den Ecken würde ich sagen, ja, dann sind wir aber verdammt nochmal verpflichtet, es besser zu machen, wenn es besser geht. Du hast vorhin von einem Haltungswandel, ja, oder Haltungswechsel gesprochen, und ich habe gemeint, wir werden auch noch darüber reden, wie wir dazu kommen. Wie geht's denn besser? Dass wir eben die Haltung ändern. Wir müssen uns aufrichten und sagen, es ist ein autoaggressiver Akt gegen uns selbst. Wollen wir uns selbst so beschädigen? Sehen wir uns als Spezies so im Reigen der Schöpfung oder im Reigen der evolutionären Entwicklung auf dem Planeten? Und wenn wir sagen, na, eigentlich sehen wir uns nicht so, dann müssen wir uns anders aussteuern. Es ist natürlich wesentlich ein Problem auch der Umwelt, das Umweltproblem des kapitalistischen Systems, so wie wir es leben heute. Ich bin ein Fan der Marktwirtschaft in einer ökosozialen Ausprägung, aber der Markt braucht immer einen entschlossenen Staat, der gegenüber steht und Regeln gibt. Und dass wir zum Beispiel immer noch gesamtgesellschaftlich das Bruttoinlandsprodukt als zentrale Steuerungsgröße haben, das ist unpackbar fantasielos für mich. Weil wenn Sie nach Hause fahren heute, und Gnade Gott, möge es nicht sein, aber Sie haben einen Unfall, dann jubelt das Bruttoinlandsprodukt. Je größer Ihr Unfall, umso größer ist der Jubel auf Seiten des Bruttoinlandsprodukts. Das ist uns noch nichts Besseres eingefallen. 2014 habe ich einmal vorgeschlagen, einen Neuwind, den haben wir auch mit Expertinnen und Experten entwickelt, dass wir sagen, wir nehmen das BIP hinein als eine Steuerungsgröße, nehmen 34 andere Steuerungsgrößen, 35 dazu. Alles Indizes, die wir vermessen können, damit keiner sagt, Schwurbler, Bamiumama, Esoteriker, können wir alle vermessen. Da gehört hinein Familie, gehört hinein Rechtsstaatlichkeit, gehört hinein Umwelt natürlich, gehört hinein Generationengerechtigkeit. Ich träume davon, dass so wie diese spezifische Form des Kapitalismus von Europa und vom Westen ausging, heute machen selbst fantasielose Kommunisten in China auf diese Art und Weise, was man nicht geglaubt hätte im letzten Jahrhundert, dass die irgendwann Turbo-Kapitalisten werden, aber dass wir uns auch spezifisch hier neu erfinden und Europa aufsteht als neuer Leuchtturm mit einem spezifischen European Way of Life, uns treu am ehesten zu, mit einem integralen Lebensverständnis, wo die Wirtschaft eine wichtige Rolle hat. Wir sind natürlich duale Wesen, die auch in die Materie gebettet sind. Und die Wirtschaft ist sowas wie der Brutkreislauf der Materie. Braucht man Wirtschaft. Aber dass man 35 Steuerungsgrößen dazustellen und der Rest des Planeten staunt und sagt, bumm, das wollen wir auch. Gebt uns diesen Neuwind, den werden wir implementieren. Und selbst die Kommunisten in Nordkorea. Das wäre doch eine Aufgabe für Europa. Das wäre eine Seele für Europa. Buzek wollte Europa immer eine Seele geben. Das wäre ein Auftrag, finde ich, ein Vermächtnis. Also auch hier wieder die Vorbildfunktion, die du hier ansprichst. Infineon, wie Sie es beschrieben haben, hat ja in vielerlei Hinsicht Vorbildfunktion in Sachen Klimaschutz. Jetzt wird ja auch manchmal gesagt, wir müssen das kapitalistische System verändern, wir müssen die Marktwirtschaft verändern, das kann so nicht weitergehen und ohne dem wird es keine Klimawende geben. Könnte man denn nicht, also so wie ich jetzt das auch bei Ihnen verstehe, in Ihrer Firma, die Marktwirtschaft nicht in eine Dynamik pro Klimaschutz mehr drücken, also quasi wo Geld zu machen ist, dort geht man auch hin, und mit Klimaschutz ist ja auch Geld zu machen, mit all den neuen Technologien, die dazu beitragen könnten, eben die Klimawende einzuleiten. Ja, und wie, so, ist vielleicht so, auch die Frage. So tragisch, wie jetzt der Anlass ist, aber man sieht das ja. Ich meine, die Energiepreise steigen wie blöd. Und wir haben über die CO2-Steuer gesprochen, rauf und runter. Aber jetzt auf einmal, also ich weiß es von mir auch im Unternehmen, wir haben viel gemacht, um nachhaltige Mobilität zu unterstützen. Ein Jobticket, wo wir das öffentliche Ticket für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen. Fahrgemeinschaften unterstützen, alles Mögliche. Jetzt, wo die Energiepreise wirklich hochgehen, jetzt kommt Bewegung rein. Ja,
So, also Marktwirtschaft, ja, steuert da wohl ein bisschen. Ja. Oder anderes Beispiel jetzt aus unserem Bereich, ich habe Ihnen schon gesagt, Energieeffizienzanwendungen, also so kleine Chips, die Energie, die den Strom so intelligent schalten, dass man möglichst wenig Verluste hat. Wir sind damit in 50% aller globalen Serverfarmen vertreten. Also Digitalisierung, wir leben in der Datenökonomie, Daten werden immer mehr. Wenn Sie Google-Abfragen machen, dann kann man das umrechnen auf CO2-Emissionen, ja, weil das über Datencenters geht. Wir sind mit unseren Produkten, mit unseren Energieeffizienz-Chips, Energiesparchips, sagen wir, in mehr als 50% der globalen Serverfarmen. Warum? Ja, weil man damit Energie spart. Oder wenn ich es auch wieder bei mir im Unternehmen anschaue, wir haben seit 2013 grünen Strom. Wir haben damit letztes Jahr massiv auch Strom gespart und damit umgerechnet auf CO2, 60.000 Tonnen CO2. Oder zum Beispiel, wir verwenden für unseren Wärmebedarf 80% jetzt über den ganzen Standort, in dem Fall in Villach, 80% aus Abwärme aus der Produktion. Also riesig viel. Oder zum Beispiel Wasserstoff, um dieses Beispiel auch noch zu bringen, weil das natürlich auch viel gesprochen wird. Wir brauchen in der Chipproduktion Wasserstoff. Der ist früher hergestellt worden, transportiert worden mit LKWs und dann eingesetzt worden. Das ist eine Schande, ja, aber ging nicht anders. Wir haben jetzt vor 2 Jahren begonnen, eine eigene Elektrolyse hinzustellen mit Partnern. Grüner Strom aus Wasserkraft mit Partnern, in dem Fall Verbund. Wir machen die Elektrolyse, 800 Kilogramm Wasserstoff am Tag, den verwenden wir in der Produktion, reinigen ihn auf. 300 Kilogramm Wasserstoff am Tag kommt da raus und den kann man übers Jahr verwenden für 1,5 Millionen Kilometer öffentlicher Verkehr, Bus. 1,5 Millionen Kilometer Bus ist das, was in Villach an 2 Jahren öffentlicher Verkehr verbraucht wird. Sollte noch mehr sein, ja? Stichwort öffentlicher Verkehr Ausbau, aber immerhin. So, und da gibt es viele Beispiele davon und die meisten dieser Beispiele funktionieren schon marktwirtschaftlich. Aber natürlich, ich meine, nicht umsonst heißen Steuern Steuern. Ja? Mit Steuern sollte man auch steuern. Ja? So. Und das aber in einem Kontext zu machen, wir sind eine radikal globale Industrie. Das haben Sie alle gemerkt. Wenn Sie etwas bestellt haben, wo Mikroelektronik jetzt drinnen gewesen ist, die letzten 2 Jahre, ja, haben Sie echt lang gewartet. Weil viel der Chips werden in Taiwan oder in Asien produziert. Wir sind einer der wenigen, die in Europa produzieren. Das heißt, wir sind im globalen Wettbewerb. Und jetzt wieder Energiepreise, so wie die Energiepreise sich in Europa entwickelt haben im Vergleich zu USA, da gibt es kaum eine Erhöhung. Also auch das sind Effekte, deswegen macht es so schwer, die geeigneten Maßnahmen zu finden. Aber deswegen muss man im großen System drüber nachdenken, aber auch schnell denken. Ja? Und mit Piloten, mit Beispielen, wo es funktioniert, beginnen zu skalieren. Eine Frage liegt jetzt natürlich total auf der Hand. Sie haben jetzt beschrieben, in welchen Bereichen Infineon Vorreiter ist. Es zählt zu den 10% der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Die Frage liegt jetzt natürlich auf der Hand, warum? Also das könnten ja so viele Unternehmen auch machen. Warum hat man sich bei Infineon dazu entschieden, diesen Weg einzuschlagen? Weil wir gerne die Dinge tun, die richtig sind. Und wie würde man die anderen dazu kriegen, dass sie das auch tun? Naja, ich meine, da muss man jetzt schon auch fair sein. Ich habe mir das in Österreich, wir diskutieren viel über die energieintensive Industrie. Zu Recht. So, also jetzt nehme ich stellvertretend Papier, Zement, Stahl. Natürlich verbrauchen die viel Energie. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir gesellschaftlich Papier, Stahl, Zement weiter brauchen,
So, dann wird es nicht darum gehen können, das abzudrehen. Und wenn man sich aber dann anschaut, die österreichische Stahl-, Zement- und Papierindustrie, ich weiß, das ist nicht gern gehört, aber kontrollieren Sie es, schauen Sie sich die Fakten an, gehört zu den effizientesten. Das heißt, wenn man in Österreich eine Papier-, eine Stahl- oder eine Zementindustrie noch stärker, ich sage es jetzt so, belasten würde, dann fördert man damit eigentlich Papier, Zement, Stahl, ich bleibe bei dem Beispiel, die weniger nachhaltig produzieren. Deswegen braucht es smarte CO2-Bepreisungsmodelle. Ja, genau. Dass man sagt, okay, und das war auch meine Besprechung damals mit dem EDA bei der FÖST, dass er sagt, er steht dem gegenüber offen, nur er will respektiert haben, dass wenn er hier einen der saubersten Stahlproduktionsstandorte hat der Welt, dass das in so einem Modell abgebildet sein. Genau. Und da bin ich strikt dafür, weil es hat ja keinen Sinn, dass wir die Bude zutrauen und den dreckigen Stahl importieren, genau. Weil Umweltschutz eben keine nationale Kiste sein darf. Es muss europäisch sein, es muss global sein und da müssen wir noch stärker in diesen Multilateralismus hinein. Also Paris war wichtig, aber da dürfen wir nicht auslassen. Und wir müssen auch solche wie den Trump, das ist immer schwierig, Leute beschämen, aber in dem Fall muss man sowas beschämen im internationalen Konzert der Völker. Wenn jemand sagt, ich habe da was unterschrieben und jetzt trete wieder aus. Das geht nicht. Und da ist die Zivilgesellschaft so wichtig. Ich glaube, wir hätten ohne Fridays for Future wäre vieles nicht möglich gewesen die letzten Jahre. Das heißt, wir müssen pressen und das Kapital in die Pflicht nehmen. Deswegen bin ich auch für eine Finanztransaktionssteuer, weil es ist einfach ungut, dass das Geld kein Marschall hat und die Milliarden durch diesen Planeten wandern. Und das anonyme Geld sucht nur den höchsten Profit. Und wenn der morgen in der Edelsteinmine ist, wo die Kinder verrecken, dann fließt das anonyme Geld dorthin. Und deswegen will ich eine Finanztransaktionssteuer. Dafür entlasten wir den Faktor Arbeit, hoffentlich. Wir können das, wenn wir wollen. Punkt ist, wir wollen es nicht. Da sind so viele Lobbys, die da dagegen argumentieren. Ein wichtiges Stichwort ist es gefallen, die Zivilgesellschaft. Wir haben jetzt schon sehr viel zu dem Thema aus wirtschaftlicher Sicht gesprochen, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil die größten Klimasünder einfach Energie- und Wärmegewinnung sind, Landwirtschaft, Industrie, Verkehr. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, Katharina, die Zivilgesellschaft. Man hört, ich werde jetzt einfach ein paar so Dinge aufwerfen, man hört sehr oft von Menschen, naja, was kann ich denn als kleine Einzelne bewirken? Das bringt doch eh nichts, wenn ich jetzt meinen Müll trenne und nicht mehr so viel mit dem Auto fahre. Jetzt leben wir in der Wohlstandsgesellschaft, wo wir ja auch nicht unbedingt auf Dinge verzichten wollen, die wir lange Zeit als selbstverständlich gehabt haben. Es gibt jetzt aber, möchte ich gerne zitieren, eine aktuelle Studie aus Berlin, die zeigt, dass Energieeinsparungen in einem Ausmaß von 40-80% möglich sind, ohne dass die Lebensqualität oder die gesellschaftliche Entwicklung beeinträchtigt werden. Das heißt, dieser Verzicht, von dem wir auch oft so sprechen, der quasi dann als Entschuldigung herhält, dass man ja nichts tun möchte oder kann, inwiefern sind denn Handlungsanweisungen bei den Einzelnen angekommen, beziehungsweise warum ist es vielen denn nicht bewusst, dass sie eben, wie Fridays for Future es uns immer wieder aufzeigt, doch etwas tun können und einen Impact haben? Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten tatsächlich. Ich glaube, dass viele sich die Frage stellen, was kann ich denn tun? Ich bin ziemlich viel auf Podiumsdiskussionen unterwegs. Diese Frage wird immer gestellt. Insofern, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Menschen bereit sind, etwas zu tun. Viele sind auch schon aufgestanden. Gerade in den letzten 3 Jahren hat man das gesehen, dass die Zivilbevölkerung da aufgestanden ist. Aber ich glaube, es ist ganz schwierig zu wissen, was man denn tun kann. Und da gibt es verschiedene Dinge. Also vielen Menschen wird dann irgendwie so übergestülpt, ändere halt dein Konsumverhalten. Das hat auch Hebel, also eben weniger Energie zu verbrauchen zu Hause, das Haus vielleicht neu zu dämmen oder eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu geben oder solche Sachen zu machen, die haben eine irrsinnige Auswirkung. Aber, und da stoßen eben viele an ihre Grenzen. Ich wohne zum Beispiel in einem Mehrparteienhaus in Wien.
Wir haben eine Gasetagenheizung. Ich kann nicht als einzelne Mieterin entscheiden, dass meine Heizung getauscht wird. Ich habe in England studiert. Ich bin tatsächlich immer mit dem Zug nach England gefahren. Das ist viel teurer und dauert viel länger, als mit dem Flugzeug zu fliegen. Das heißt, was wir jetzt gerade haben, ist tatsächlich eine Norm, die klimaschädigendes Verhalten leichter, billiger und einfacher macht. Deswegen entscheiden sich so viele Leute dafür. Klimafreundliches Verhalten auf der anderen Seite ist komplizierter, ist teurer. Man muss sich dafür irgendwie entscheiden und meistens noch mehr Zeit aufwenden. Und oft weiß man es ja nicht einmal. Ich habe Nachhaltigkeit studiert. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ich kann euch nicht sagen, Ihnen nicht sagen, welche Tomate die klimafreundlichste ist. Ich weiß es nicht. Da muss ich für jede Tomate eine Investigativrecherche anfangen. Das heißt, wir kommen als Individuen, als Einzelpersonen, als KonsumentInnen an unsere Grenzen. Aber, und das ist das Wichtige, wir können ja genau das einfordern, dass uns das leichter gemacht wird. Und deswegen finde ich es voll wichtig, darauf zu immer wieder hinzuweisen, dass wir alle politische Menschen sein können. Wir gehen wählen, wir können auf die Straße gehen, morgen zum weltweiten Klimastreik zum Beispiel. Wir können Petitionen unterschreiben, Volksbegehren etc. Und das bringt wirklich was. Weil was jetzt wirklich gemacht werden muss, ist, dass sich diese Normen verschieben. Also das klimafreundlichste Verhalten muss das leichteste, das bequemste, das billigste sein. Und insofern, das ist etwas, was Gesetze machen. Gesetze können das über CO2-Steuern, aber auch über Normen ändern. Und das müssen wir jetzt als Einzelne einfordern, also als Zivilbevölkerung wirklich sich zusammenschließen. Das heißt nicht nur eben auf Streiks gehen, das heißt auch mal dem Bürgermeister schreiben, was macht meine Gemeinde denn für den Klimaschutz. Das heißt im Unternehmen mal aufstehen, vielleicht gehen Sie mal zum Chef demnächst und fragen, was Ihr Unternehmen denn tun kann etc. Also aufstehen, zum Teil der Veränderung werden. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass ohne der Klimabewegung in den letzten 3 Jahren viel weniger vorangegangen wäre. Also es gibt Studien von Reinhard Steurer von der BOKU, einem Politikwissenschaftler, der zeigt, die gleichen Regierungen, also die Farben haben sich nicht gewechselt, die gleichen Regierungen auf der Welt haben vor Fridays for Future viel schlechtere Gesetze erlassen als nach Fridays for Future. Also dieses Aufstehen, das zivilgesellschaftliche Engagement, das bringt wirklich was. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, alle aufstehen, um nicht nur ins Reden zu kommen, dort sind wir jetzt hingekommen, sondern vom Reden auch ins Tun. Ich bin total bei dir, was das Aufstehen betrifft. Ich vertrete aber zum Beispiel auch die These, dass solange wir es nicht spüren, kommen sehr viele Menschen nicht ins Tun, weil sie das Gefühl haben, die Thematik betrifft sie gar nicht, die hat nicht viel mit ihnen zu tun. Das betrifft jetzt ganz viele Themenbereiche, ob das jetzt Feminismus ist oder eben in dem Fall der Klimawandel. Es kommt eben auch nicht von ungefähr, dass es junge Menschen sind, die auf die Straße gehen, die Dinge verändern wollen, die aufzeigen, es ist im Endeffekt nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Wie bekommt man denn die ältere Generation dazu, dass sie auch begreift, dass selbst wenn es in den nächsten 40, 50 Jahren bei uns eh noch recht gemütlich ist und sich das Leben gar nicht so arg verändern wird, hoffentlich, dass sie auch sagen, wir treten aber dafür ein, dass unsere Kinder, unsere Kindeskinder eine lebenswerte Zukunft haben werden. Ja, ich glaube tatsächlich gerade mit diesem Argument, also selbst wenn Menschen heute nicht mehr so lange leben werden auf diesem Planeten, haben sie Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen oder sind selbst noch jung wie ich. Das heißt, es betrifft tatsächlich alle und ich glaube, niemand in diesem Raum, ich sehe zwar den Raum gerade nicht, aber niemand in diesem Raum wird sich denken, naja, sollen meine Kinder sich halt drum kümmern oder so irgendwas. Wir würden ja auch nie, wir sparen ja Geld für Kinder an, wir legen eigene Sparbücher an. Wir wollen ja, dass die in Zukunft eben gut lernen können, eine gute Gesundheit haben, eine gute Bildung etc. Also niemand wird sagen, na, ist mir wurscht, was mit dem Planeten passiert. Und viele stehen ja tatsächlich schon auf und ich bin dagegen eigentlich, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Insofern, ich will schon sagen, dass viele Entscheidungsträgerinnen in der Vergangenheit eindeutig nicht genug gemacht haben. Aber ich mag nicht Menschen gegeneinander ausspielen, weil ich habe zum Beispiel ganz viel von meiner Großmutter gelernt. Meine Oma sagt mir noch immer jedes Mal, wenn wir miteinander diskutieren, ja, aber wir haben noch Socken gestopft und wir haben noch Dinge repariert etc. Das sind Sachen, das ist ein altes, das ist früher ganz natürlich gewesen. Heute haben wir so viele Wegwerfprodukte,
wo wir Ressourcen verbrauchen, die zu Produkten machen und am Ende wieder wegschmeißen. Wir produzieren damit Müllberge und auf der einen Seite haben wir Ressourcenübernutzung. Das heißt, ich glaube, es geht um ein gegenseitiges Miteinanderlernen. Und auch anstacheln, weil ich glaube, es gibt auch die Grandparents for Future, vielleicht müssen die ihre Enkel überzeugen und wir Jungen müssen unsere Großeltern überzeugen. Das heißt, es geht wirklich darum, egal welches Alter, die, die jetzt schon überzeugt sind, müssen mit allen in ihrer Umgebung reden, damit die anderen auch aufstehen. Und wenn man selber nicht die richtige Person ist, die das sagen kann, weil das weiß ich auch aus Erfahrung, manchmal überzeuge nicht ich als junge Frau und Wienerin, vielleicht überzeugt dann eben der Papst mit seinem Laudato Si oder es überzeugt ein Popstar, den man gerne hat oder so irgendwas. Also da müssen wir auch wirklich gute Fürsprecher finden, die viele Leute überzeugen können. Auch hier nochmal der Appell an die Vorbildfunktion und auch an dieses Miteinander, nämlich meine Frage hat gar nicht darauf abgezielt, dass wir Generationen gegeneinander ausspielen, sondern es geht, wie ich eingangs auch gesagt habe, bei so einem Symposium, aber auch in unserer Gesellschaft nur miteinander, um wirklich was bewegen zu können. Bevor wir jetzt das Podium öffnen für Fragen aus dem Publikum, würde ich gerne noch eine Abschlussrunde machen, die sehr oft gemacht wird in Bezug auf Klimawandel, Klimakatastrophe, Klimaschutz, die Zukunft. Wo geht's hin in den nächsten 30, 40 Jahren? Wir haben schon gehört, Sie haben gesagt, Sie sind optimistisch, Sie sehen die Dinge positiv und das ist generell Ihr Spirit. Wo sind wir in 40 Jahren? Wenn wir zum Beispiel hier sitzen werden, wir vielleicht nicht mehr in der Form, aber wie wird die Welt in Österreich, wie wird Österreich aussehen? Also keine Ahnung, wo wir in 40 Jahren sind. Was wünschen Sie sich? Ganz ehrlich, das interessiert mich so auch gar nicht, sondern mich interessiert es jetzt viel mehr. Wir haben uns Ziele gesetzt, so, und die erreichen wir. Und wie? Also klimaneutral 2030 ist fix. Zum Beispiel grüner Strom 2030, ja, ist anspruchsvoll genug. Klimaneutral 2040. Ja, so. So, wie erreichen wir das? Masterplan, machen wir. Ja? So, also wie machen wir es jetzt? Ich darf noch ein Beispiel geben. Ja? Wir haben Mitte 2018, weil jetzt ja alle so viel über Mikrochips und Halbleiter gehört haben, Mitte 2018 haben wir die größte Industrieinvestition in Österreich bekannt gegeben. 1,6 Milliarden in den Ausbau einer neuen Hightech-Fabrik. Damals sind wir belächelt worden. Wir sind bei der Pressekonferenz dann mit Kanzler und der halben Regierung draufgekommen, das ist die größte Industrieinvestition in Österreich. Und dann kam die Pandemie und dann waren alle möglichen Verwerfungen. Schlussendlich sind wir 3 Monate früher fertig geworden, ohne wesentliche Verwerfungen. Wir haben im September 21 eröffnet. Wir fahren die Produktion hoch in einer Zeit, wo der Chipmangel fast täglich in den Medien ist. Damals hat uns jeder gesagt, das schafft ihr nie. Dann war die Pandemie, dann haben alle gesagt, geh bitte. Ja. Andere Wettbewerber haben verschoben Investitionen. Wir haben es gemacht, wir sind dran geblieben, wir waren 3 Monate früher fertig. Und ich verwende es als Beispiel, um zu zeigen, wenn man sich einen guten Plan macht, ambitionierte Ziele, einen guten Plan und dann fokussiert, konzentriert, gemeinsam umsetzt. Ja, sicher schafft man das. Na schön. Projektpläne finde ich gut und die runterradeln, also das glaube ich, das braucht's. Ich lege dazu meinen Traum, dass wir in eine Versöhnung von Naturwissenschaft und Spiritualität kommen. Ich glaube, das brauchen wir, wie ein bisschen Brot, weil wir kommen aus der prärationalen Zeit, als wir gesagt haben, oh, da draußen donnert's und blitzt, wir haben uns nicht gut benommen, die Götter strafen uns. So, da kommt die Aufklärung und wir befreien uns aus der selbstverschuldeten Gefangenschaft und ermächtigen uns selbst. Aber immer wenn wir Menschen von einem ins andere gehen, dann übertreiben wir's. Wir leben die Aufklärung seit 400 Jahren als seelenlose, zuletzt zumindest als seelenlosen Exzess. Und ich bin der Meinung, es ist gut jetzt. Nicht zurück auf die Bäume, zurück in die Höhlen, nicht die Aufklärung rückabwickeln. Die Aufklärung bringt meiner Generation als erster in 100.000 Jahren Geschichte Homo sapiens oder Homo irgendwas zuletzt sapiens. Ich bin die erste Generation, die eine Zentralheizung hat. Das will ich nicht mehr abgeben. Keiner von uns will es abgeben, oder? Also, Aufklärung super. Und das Gute ist, wir müssen es nicht rückabwickeln.
Wir kommen von der These in die Antithese. Dort haben wir übertrieben, so ist es halt. So wie halt Pubertäre, wenn sie in die Antithese zu ihren Eltern gehen, gehen sie auch in die Übertreibung und später kriegen sie sich wieder ein. Wir sollten uns wieder einkriegen und nehmen mit die Aufklärung und gehen in die Versöhnung mit von Wissen und Weisheit. Dort waren, jetzt sagen manche, bei mir umarmen halt die Pappen. Nein, dort war ein Einstein, der gesagt hat, mit seinem kosmischen Religionsbegriff, der gesagt hat, es gibt eine übergeordnete Vernunft, die sich für uns Menschen offenbart in der Ordnung der Welt, die wir vermessen als Physiker. Und dort war ein Max Planck, dort war eine Hildegard von Bingen, wenn wir hier auf kirchlichem Boden sind, keine Wissenschaftlerin, aber Mystikerin. Dort war ein Nikola Tesla. Also das ist, müssen wir nicht jeden Tag zusammenhocken und Kumbaya singen, schadet auch nicht, ja, aber ich will dem Ganzen den Nimbus von Sesselkreis und Naivität nehmen. Das haben große Geister gedacht und da können wir gerne als, ich setze mich gerne dazu als kleiner Geist. Du hast gesagt, wir sollten uns wieder einkriegen, ja. Wenn man Katharina Roggenhofers Buch liest, auch wenn man den aktuellen IPCC-Report des Weltklimarates liest, sollten wir uns ziemlich schnell einkriegen. Ja. Also die Hoffnung ist, dass das ziemlich schnell passiert. Sie wollten noch, glaube ich... Ja, antworten. Also da kann ich nicht anders, da muss ich ergänzen. Es geht nicht nur um Wissen und Geist, sondern eigentlich um Wissen und, sagen wir mal, Sinn. Also Neudeutsch Purpose. Was meine ich damit? Viele Leute, die bei uns beginnen mit einem Job, ja, wir haben 230 offene Jobs im Moment, wir haben tausende Jobs geschaffen über die letzten mehreren Jahre. Viele kommen mittlerweile zu uns, weil sie genau auch unsere Vision teilen und sagen, es geht jetzt nicht nur darum, ambitionierte Ziele setzen und dann irgendwie abarbeiten, sondern ja, Projektmanagement, sondern zu wissen, warum. Okay. Ja, warum tue ich das? Und ich sage es jetzt pathetisch und ich meine es so, weil ich mit meiner Arbeit dazu beitrage, dass morgen ein kleines bisschen besser ist als heute. Und zwar mit Technologie in dem Fall. Na, allemal. Absolut. Ja? Mhm. Katharina, auch von dir bitte gerne. Ich habe den Film 2040 erwähnt. Vielleicht machen wir den Zeitraum ein bisschen enger. 2040, wie ist dein Best-Case-Szenario? Auch so wie in diesem Film, der ja sehr positiv endet? Ja, hätte ich die Hoffnung schon aufgegeben, würde ich heute auch gar nicht da sitzen und morgen nicht auf den Streik gehen. Also insofern, ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir es schaffen. Vielleicht nehme ich das Bild nochmal auf. Ich habe es ganz kurz erwähnt. Wenn ich in Wien aus der Tür gehe, dann glaube ich, wird es 2040 auf der Straße relativ ruhig sein. Es werden wenig Autos in der Stadt unterwegs sein, vielleicht gar keine. Alles wird grün sein, viele Bäume in der Stadt. Möglicherweise sind eben die Fassaden begrünt, es summt wieder mehr. Wir haben Flüsse an die Oberfläche geholt in Wien. In Wien gibt es so viele unterirdische Flüsse. Warum sollte das nicht gehen? Naherholungsgebiete sind geschaffen worden. Wir können jetzt ums Eck gehen, egal ob jemand einen Garten hat oder eine Dachterrasse sich leisten kann. Wir haben Erholungsgebiete vor Ort in der Stadt. Wir kommen ganz leicht zu Fuß mit dem Radl unterwegs, müssen von A nach B müssen oder mit den Öffis, auch mit Zügen. Züge sind großartig ausgebaut, gerade in Europa. Wir können super reisen mit dem Zug in den Hauptstädten etc. Da wird das Flugzeug gar nicht mehr gebraucht werden. Wir erzeugen unseren eigenen Strom, unsere eigene Energie. Die Luft ist dadurch besser, die Gesundheit ist besser, die Menschen sind glücklicher, können sich wieder auf der Straße treffen oder am Dorfplatz. Ortskerne werden wieder belebt, anstatt Supermärkte an den Rand irgendwo hinzuklatschen und zuzubetonieren, wie nur was, weil da sind wir übrigens auch Europameister. Diese Flächenversiegelung hat aufgehört. Wir haben regionale Märkte in den Orten, wir haben wieder Arbeitsplätze vor Ort und müssen gar nicht so viel herumfahren und pendeln. Und diese Vision, also dieses gute Leben, wir haben Jobs geschaffen, so viele Jobs liegen in dieser Energiewende. Je nach Berechnung 81.000 bis 200.000 allein im Ausbau der Erneuerbaren. 100.000 in den Sanierungen der Gebäude, die wir machen müssen. Das sind riesige, gute Jobs, die wir da schaffen können. Und Wertschöpfung wieder ins Land holen, weil jetzt gerade zahlen wir Milliarden im Jahr
11,2 Milliarden, glaube ich, 2021, um Öl und Gas zu importieren. Diese 11,2 Milliarden könnten wir vor Ort investieren, in diese Arbeitsplätze, in die Begrünung, in das schöne Leben für alle. Und ich glaube, so kann das ausschauen, aber es geht nur, wenn wir jetzt die ersten Schritte dorthin machen. Und das ist mir deswegen so wichtig, also diese Vision. Lassen Sie das ruhig auf sich wirken. Ich glaube, dort will nämlich jeder hin. Ich will dorthin, ich will da 2040 sein. Aber wir müssen die Schritte dorthin setzen. Und da bin ich ein bisschen im Projektmanagement, weil wir haben bis jetzt noch keinen Plan, wie wir dorthin gehen. Wir haben kein Klimaschutzgesetz, wir haben kein Erneuerbaren Wärmegesetz, wir haben kein Energieeffizienzgesetz in Österreich. All diese Gesetzesmaterien fehlen. Wir bringen die Energiewende noch nicht auf den Boden etc. Also müssen wir das machen. Und wenn wir dorthin wollen in diese Zukunft, muss das jetzt jeder und jede für sich und vor allem die Politik und die Wirtschaft jetzt die großen Hebel in die Hand nehmen, um dorthin zu kommen. Vielen herzlichen Dank für diese positive Vision. Dankeschön, Katharina Ogenhofer.